Wer die Bar Prinzipal in Berlin zum ersten Mal betritt, der kann trotz der gedämpften Lichtstimmung schon etwas geblendet werden von den überwältigenden Eindrücken. Und damit ist nicht nur das Swing Girl gemeint, das wie eine Königin über der Bar schwebt. Die Ausstattung ist angelehnt an das goldene Zeitalter des ausschweifenden Partylebens der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Die Leute fahren auch direkt extra nach Kreuzberg, teilweise von wo auch immer aus her. Natürlich haben wir auch Tourismus, aber selbst da selektieren wir sehr hart. Und wir möchten natürlich auch ein bisschen Kultur beim Auftritt des Gastes auch. Also ein bisschen schick gemacht, mal ein Hemd anziehen. Ist jetzt keine Jogger und keine Turnschuhe. Geschäftsführerin Elli Fatal ist sehr streng in ihrem Anspruch. Die gelernte Schneiderin kommt aus der Kostümbranche und verwandelt auch die unscheinbarste Person in einen Paradiesvogel der weiblichen Sinnlichkeit. Sie lädt aber auch die Gäste ein, sich stilvoll zu kostümieren. Das Prinzipal ist ja nicht nur Bar und Burlesque, nein, das Prinzipal ist auch noch meine kleine Funduskammer. Denn man kann sich von mir, sei es Gast oder die Mädels, die bei mir auf der Schaukel sitzen, stylen lassen. Ich mache nämlich die ganzen Kostüme, Kopfschmuck alle selbst und werde dann auch gleich eine junge Dame mal sexy ankleiden. Dann könnt ihr mal sehen, wie das aussieht. Der Rollenwechsel. Bei Elli Fatal wird er zum Spiel mit dem eigenen Selbstbild. Für die Mädels immer besonders aufregend, denn sie sind ja die Königinnen am Sternenhimmel des Prinzipals. Vor dem Prinzipal herrscht da ein ganz anderes, viel betriebsameres Leben. Im Berliner Stadtteil Kreuzberg gibt es viele türkische Imbissstände, quirlige Kneipen und Restaurants. Das Prinzipal Kreuzberg wirkt da wirklich ein bisschen wie das Tor in eine andere Welt. Das Experiment ist offensichtlich geglückt. Das war die Idee, dass wir einfach eine Parallelwelt schaffen wollten. Also das Gegensätzliche, was tatsächlich in der Oranienstraße wirklich passiert, dem Gast einfach die Möglichkeit zu geben, in eine andere Welt einzutauchen. Ja, es funktioniert. Wir wurden tatsächlich angenommen hier. Und drinnen, da bringt die russische Burlesque-Performerin Anja Pavlova als Schwanenprinzessin Glanz und eine kleine Prise Verruchtheit. Die Schwanenprinzessin ist wie eine russische Märchenfigur. Und ich liebe sie schon mein ganzes Leben lang. Ich dachte mir, okay, ich verwandle sie in eine andere Figur. Etwas sexy, sozusagen eine Erwachsenenversion. Das ist, was ich mache. Märchen für Erwachsene. Und diese Märchenwelt gibt es mitten in Berlin.